Ich begrüße dich zur allgemeinen Legung für den Rest der Woche von heute, Donnerstag bis Sonntag. Das ist eine allgemeine Legung, das heißt, das kann, muss aber nicht auf dich zutreffen. Fühl und schau mal in dich hinein, was passt. Und ich werde jetzt in die Auslegung gehen und danach in die Deutung. Solltest du nicht dabei sein wollen, dann sehen wir uns gleich. Ich schreibe in der Beschreibung unten, wann ich mit der Legung beginne. Und wir starten jetzt mal den heutigen Tag, der Donnerstag. Und ich darf endlich die Tarotkarten nutzen. Ich liebe dieses Deck. Das ist das Lazia Tarot. Aber alle Decks findest du auch unten in der Infobox. Das sind mir zu viele Karten. Die tue ich nicht. Okay. Ich beginne mit der Legung. Wir starten hier mit dem Donnerstag, mit dem heutigen Tag. Worum geht es? Was kommt auf uns zu? Also, hier sehe ich, wir haben einmal das Ass der Stäbe, wir haben die Herzkarte im Linement und wir haben das Haus in den Kipperkarten. Das heißt, es kann gut sein, dass du heute einen kreativen Einfall hast, dass es heute um etwas geht, was mit dir persönlich zu tun hat. Das heißt, entweder wenn du zum Beispiel in einem Projekt bist oder auf der Arbeit, dass dir etwas Großartiges einfällt, etwas, eine neue Idee, ein neuer Impuls. Das kann was Kreatives sein, es kann sein, dass du heute ein Bild malst, dass du heute unglaublich kreativ bist, bastelst, etwas vorantreibst. Ich sehe bei vielen auch das Thema Marketing, dass du dir etwas kreierst, was dein Herz berührt. Also es geht hier wirklich um eine Herzensangelegenheit. Entweder hast du das Hobby malen und basteln und es ist etwas, was du jetzt, eine ganz tolle Idee, die du umsetzt,
Ja, und das Haus bedeutet, das hat zum einen mit dir selbst zu tun. Das Haus steht für die eigene Persönlichkeit, was dich selbst weiterbringt, was mit dir und deiner Leidenschaft zu tun hat. Das Haus kann natürlich aber auch dafür stehen, dass es im Häuslichen ist, das heißt mit deinem engen Familienkreis zu tun hat. Das kann sein, dass du eine Idee hast für die Familie, vielleicht wohin es in Urlaub geht. Oder dass du einen schönen Einfall hast, was man irgendwie verändern kann. Vielleicht renovierst du das Haus, das Zimmer oder ein Kinderzimmer. Oder du machst etwas mit deinem Kind zusammen, hast einen wunderschönen Tag. Also ich bekomme heute ist wirklich so ein Tag, da machst du etwas für dein Herz. Da unternimmst du vielleicht etwas oder du beschäftigst dich hier mit Ideen, die dein Herz betreffen. Also wirklich eine Herzensangelegenheit. Vielleicht triffst du dich auch mit einem lieben Menschen oder lädst jemanden in dein Haus ein. Oder es geht wirklich ja, um dich selbst, dass du vielleicht eine Idee hast, wenn du selbstständig bist, eine neue Geschäftsidee hast. Und ich spüre das schon so, dass dir da etwas in den Sinn kommt, eine Idee, ein Impuls, etwas Kreatives und du merkst sofort, boah, das ist es, ich muss das umsetzen, ich muss jetzt anfangen, weil es gibt dir unglaubliche Energie. Wir schauen mal in den morgigen Tag, in den Freitag. Hier sind zwei Karten rausgesprungen, genau. Wir haben hier einmal sechs der Stäbe. Auf dem Kopf die Dame im Lenormand, das ist die Karte, da geht es um dich. Das ist eigentlich so ein bisschen wie das Haus, ne? Also ich habe das Gefühl, Rest der Woche geht es einfach um dich. Es sind Erwartungen und gute Dame. Also das könnte sein, dass morgen, dass du dich sehr reflektierst, dass du vielleicht durch diese Idee, was dir heute schon entfacht wird in dir, dass du da jetzt echt überlegst und denkst, okay, wie kann ich damit rausgehen? Wie kann ich damit in die Öffentlichkeit gehen? Wie kann ich das umsetzen? Weil das scheint dir noch nicht so ganz klar zu sein. Der Impuls ist da, aber jetzt der Gedanke, wie mache ich das mit der Umsetzung? Wie kann das vorangehen? Da beschäftigst du dich mit. Also das sind wirklich jetzt auch Erwartungen. Was kann mir das bringen? Wo kann das hingehen? Und die gute Dame, die sich hier zeigt, es könnte sein, dass du ja, dir entweder Rat holst von jemandem, von einer Mutter, von einer guten Freundin, von einem Mentor, einer Lehrerin, oder dass diese Person dich nochmal unterstützt oder vielleicht, ich bekomme für manche, dir Feedback gibst, bezogen auf etwas, was mit dir zu tun hat. Also solltest du zum Beispiel ja, ein Bild gemalt haben oder ein Projekt vorangebracht haben oder ja, in deinem Job etwas geleistet haben, bekommst du hier Feedback und das erwartest du aber auch. Also du bekommst hier definitiv von außen kommt jemand auf dich zu. Und du bist hier aber wirklich so ein bisschen morgen in dieser, ja, in dieser Überlegungsenergie. Also ich finde, diese Karte zeigt das, was ich energetisch spüre. So dieses, okay, wie geht es jetzt weiter? Was kann man jetzt machen? Also so ein bisschen in diesem positiven Grübeln bekomme ich. Also so, man ist dann zu Hause, man hat jetzt die Idee, wie kann ich jetzt in die Umsetzung gehen? So bekomme ich das. Und vielleicht kriegst du hier noch einen Impuls von einer Dame, einen Rat. Ja. Also schau mal, was morgen auf dich zukommen darf. Wir schauen jetzt mal in den Samstag, ins Wochenende rein. Da haben wir einmal die Königin der Schwerter, die Mäuse im Lenormand und eine Reise. Also das zieht sich mit den Gedanken hier noch ein bisschen durch, nur dass du vielleicht ein bisschen Klarheit bekommen hast. Denn die Königin der Schwerter ist diese Energie, das ist eine Frau, die weiß, was sie kann, was sie will, wo es hingeht. Sie ist klar in der Kommunikation. Also für mich ist es so ein bisschen das Zeichen, dass du hier schon ein bisschen mehr Klarheit über die Situation oder was dich hier beschäftigt bekommst. Das aber schon ein bisschen an dir nagt, weil letztendlich fehlt ja noch die Umsetzung.
Und das zeigt auch, dass sich das Nagen an die Umsetzung oder auf die Umsetzung bezieht, weil letztendlich eine Reise, das kann natürlich auch dafür stehen, je nachdem, um welches Thema es bei dir geht, dass du am Wochenende verreist und vielleicht so ein bisschen diesen Gedanken entfließt oder sagen wir mal abgelenkt wirst, was dir ganz gut tut, weil du wirklich so ein bisschen frische Luft in deinem Kopf dadurch bekommst. Das kann natürlich aber auch sein, dass sich das hier zeigt, dass das, was an dir nagt oder wo du denkst, okay, wie können wir das machen, dass sich das auf die Umsetzung dieser Idee, dieser Sache, die sich zeigt, bezieht. Aber du bist da schon, also du bist da schon bei dir. Du bist so am Grübeln, aber ich habe das Gefühl, als würdest du dich freuen, dass dir das hier überhaupt eingefallen ist. Und das gibt dir eine gewisse Selbstsicherheit. Und das, was dann an dir nagt, bezogen auf die Umsetzung, das ist halt einfach nur, du möchtest vorangehen. Also du möchtest, dass das ja, Früchte trägt, dass das zum Materiellen wird, sage ich mal. Dass es wirklich von den Gedanken, von einer Idee in die Umsetzung geht und man es anpacken kann. So bekomme ich das. Aber ich bekomme es von der Energie wirklich eigentlich eine gewisse Klarheit und Ruhe an dem Tag und gar nicht aufgewühlt. Wir gehen jetzt mal in den Sonntag. Da haben wir einmal das Ass der Schwerter auf dem Kopf. Wir haben den Storch und die Zusammenkunft. Also der Storch steht generell nochmal für das Thema Reisen, für eine Veränderung, Zusammenkunft. Also es liegt hier sehr nahe, dass am Sonntag du dich mit Menschen triffst, du wirklich irgendwo hinreist, jemanden besuchst. Passend natürlich, ich glaube, am Sonntag ist Muttertag. Also das kann natürlich sehr, sehr passend sein, dass du hier wirklich Menschen besuchst, die dir am Herzen liegen. Ich finde, das ist hier auch so eine mütterliche Energie, die hier oben ist. Und dass man natürlich auch ein Geschenk mitbringt. Da ist es aber so, dass dir da jetzt schon so ein bisschen gedankenmäßig durch den Kopf geht. Du hier natürlich das auch genießt, diese Zusammenkunft oder die Besuche. Diese Thematik, die sich hier aber gezeigt hat, seit heute schon so ein bisschen mitfließt. Vielleicht ist es auch so, dass du dich bei der Zusammenkunft einfach mal auch austauscht mit deiner Familie, deinen Freunden, da wo du hingehst, vielleicht wenn ihr über das Wochenende wegfahrt. Vielleicht kommt man in Gespräch mit Fremden oder lernt Leute kennen und man die Gedanken so ein bisschen teilt auch mit, ja, mit den Menschen, bei denen du bist. Aber es wirkt eine sehr, ich habe so eine sonnige Energie tatsächlich für den Sonntag. Also, dass du aber trotzdem genießt, auch wenn dir das alles so unterschwellig noch durch den Kopf geht, dass du dich schon einlassen kannst auf den Besuch. Wir schauen mal, was hier die Botschaft, die Überschrift für die nächsten 4 Tage sind vom Universum. Mintakan, Sehnsucht nach der Heimat, Zugehörigkeit, die ursprünglichen Lichtarbeiter. Und ich zeige das mal in die Kamera. Also wir sehen hier, ja, wie eine Meerjungfrau, die ganz verträumt, ja, zu den Planeten, zu den Sternen guckt. Wir sehen sehr viel Wasser. Und das ist auch das, was ich auch fühle, denn diese Idee oder worum es hier geht, die Herzensangelegenheit, das sieht man schon, dass ja, das ist mit dir verbunden mit tiefen Gefühlen. Also du hast wirklich die Sehnsucht danach, das auch voranzutreiben oder ich sag mal, etwas zu erschaffen. So bekomme ich das. Dass du wirklich, ja, also du sehnst dich auch so ein bisschen, als wäre es am liebsten schon da. Dass das, worum es hier geht, dieses Sehnsuchtsgefühl tatsächlich aber so mit dir zu tun hat. Ne? Wir haben ja auch hier dich liegen, wir haben dein Herz hier liegen. Es geht so ein bisschen auf sich selbst finden oder ja, die Connection mit sich selbst zu haben. Genau. Ich habe gerade tatsächlich noch den Impuls, mit einem anderen Deck noch einen Impuls, eine Überschriftskarte für die Tage zu bekommen, was das noch ergänzt. Ich schaue mal. Habe ich das Deck auch nicht gerade? Ich nehme jetzt das hier. Ich nehme einfach mal das mystische
Deck für die nächsten 4 Tage. Was ist die Überschrift für die nächsten 4 Tage? Was ist der Rat? Achtsamkeit. Hier haben wir eine Frau, die ein Foto macht, die draußen in der Natur ist. Und für mich spiegelt das wieder die Kreativität, die wir hier haben mit dem Ast der Stäbe. Also wirklich dieses auch nach vorne schauen. Wie bringe ich etwas nach vorne? Wir haben den Mond hier drauf, ebenfalls der Spiegel der Gefühle. Das heißt, es geht hier etwas, was dir bewusst wird durch die Achtsamkeit, durch diesen Gedanken, durch den Impuls. Und du möchtest es nach vorne treiben. Und da gilt es besonders achtsam zu sein, weil ich habe hier so das Gefühl, dass du weitere Impulse bekommst, dass dir wirklich Hinweise geschickt werden, wie du das umsetzen kannst. Und da darfst du wirklich einfach mal auf Synchronizitäten im Alltag achten. Du darfst achten darauf, ob dir vielleicht irgendwas gesagt wird von Menschen, wo du denkst, boah, das passt gerade genau zu dem, was ich gedacht habe oder genau die Info hat mir eigentlich gefehlt. Also da ganz achtsam sein, denn ich habe so das Gefühl, da möchte etwas erschaffen werden. Ich bin gespannt, was auf dich zukommt. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse mitnehmen für dich. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Du siehst, ich bin mit meinem Kanal noch am Anfang. Das heißt, ich freue mich über jedes Like, über jeden Kommentar oder Abo und sage mal bis zum nächsten Mal und wünsche dir schon mal ein wunderschönes Wochenende. Tschüss!